nicht wehtun, Clara. Eben konntest du noch auftreten. Jetzt übertreib nicht. Komm bitte. Doch, das tut voll weh. Und komm bitte. Ich komm erst raus, wenn wir nachher noch was machen. Sonst erzähle ich Mama und Papa, was zu Hause los ist. Ja, mach du dir. Komm, komm jetzt. Ist Guten gut. Tag. Hallo. Können wir Ihnen helfen? Ja, hallo. Entschuldigung. Ich bin hier mit meiner Kleinschwester Clara. Die ist zu Hause ausgerutscht. Du hast mich gejagt. Also, sie ist eigentlich nur blöd gefallen. Ja. Und hat sich wehgetan, eine kleine Schürfwunde zugezogen. Und da wollte ich halt mit ihr hier hin, weil sie darum gebeten hat. Und ja, vielleicht können Sie sich das mal kurz anschauen. Also, unsere Pädiaterin ist gerade nicht da. Die ist beim Notfall-MRT. Und das ist. Ich würde dich bitten, vielleicht ausnahmsweise, wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Ich weiß nicht, ja, wann alles du OP musst. Einmal Schürfwunde am Knie kriege ich noch zwischen Narkosegespräch und OP hin. Danke. Dann würde ich einmal das übernehmen. Wenn wir kleine Menschen hier behandeln, dann müssen wir uns immer die Einverständniserklärung der Eltern holen. In diesem Fall war es jetzt nicht so wichtig, weil sie nur oberflächliche Schürfwunden am Knie aufwies. Da konnte ich ein Auge zudrücken, aber das änderte sich schon bald. Was hast du gesagt? Du bist gestolpert oder was ist passiert? Ja. Also eigentlich sollte ich in meinem Zimmer bleiben, aber da war ich schon ganz lange und deswegen wollte ich mal raus. Mhm. Und dann wollte meine Schwester mich einfangen und dann... Okay, also aber wo sind denn eigentlich ihre Eltern? Also einfangen hört sich jetzt so schlimm an, ne? Also sie sollte halt einfach nur ins Bett, weil sie auch die ganze Zeit so müde war. Deswegen ist sie halt dann in der Küche dabei ausgerutscht. Okay, aber wo sind denn ihre Eltern? Ja, also unsere Eltern sind... momentan auf einer Tagung in Essen beruflich und deswegen passe ich halt heute Abend auf meine Kleinschwester auf. Alles klar, okay. So, dann würde ich dich bitten, einmal das genau hochzuschieben, dann schauen wir mal. Oh, da bist du aber ganz schön kräftig gerutscht, ha? Nimm dich mal ganz entspannt zurück. Tut weh? Ja. Ja, das glaube ich dir. Mhm. Sieht aber jetzt oberflächlich aus, ne? Siehst du, ist auch gar nicht so schlimm. Ich mache mal ein paar Tests mit dem Ball. Ja. Einmal knicken. Ja, genau. Hat das Ihre Eltern schon informiert, dass Sie hier sind? Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Weil ich dachte jetzt, das wäre nur eine Kleinigkeit. Und ja, also ich dachte, es wäre jetzt nicht direkt so notwendig. Ja, okay. Also das sieht nach einer normalen oberflächlichen Schürfwunde aus. Ne? Sie kann das Bein gut bewegen und die Schwester Birgit macht das einmal sauber, verbindet das und dann ist aber soweit alles okay. Ich finde nur, sie fühlt sich ein bisschen warm an, Birgit. Clara hatte Schürfwunden am Knie und hielt sich aber auch ab und zu den Bauch ganz komisch. Außerdem fand ich, dass ihre Temperatur doch etwas erhöht war. Ich dachte, irgendwas stimmt mit dem Mädchen nicht, aber irgendwie wollte sie unbedingt mit ihrer Schwester schnell wieder nach Hause. Und aus medizinischer Sicht konnte ich sie aufgrund des Knies natürlich sofort entlassen. Also, das ist schon mal erhöhte Temperatur, Clara. War denn in letzter Zeit irgendwas, dass sie einen Infekt hatte oder irgendwas? Oder jetzt irgendwelche Beschwerden, Magen-Darm, Husten gehabt, Erkältung oder irgendwas, das die erhöhte Temperatur erklären kann? Nichts? Nee, gar nichts. Also was halt ist in letzter Zeit, sie regt sich halt schnell auf so und übertreibt manchmal gerne, wenn sie irgendwas hat. Das ist ein schönes Pflaster. Okay, aber das ist ja jetzt nichts, ne? Also gut, ja. Damit kann man diskutieren, ob man da jetzt zum Krankenhaus mit muss. Aber wir werden das jetzt einmal säubern, das ist immer gut, und einmal verbinden. Aber ich muss jetzt keine Untersuchung weitermachen Richtung Röntgen oder so, wo ich auch Ihre Eltern für anrufen müsste. Okay. Deswegen können Sie von meiner Meinung, können Sie jetzt wieder nach Hause. Da wird jetzt nichts Schlimmes sein. Ja, das ist eine Dank. Oberflächliche Schürfwunde. Hast du Bauchschmerzen? Du hältst immer so an deinen Bauch. Hast du irgendwas anderes noch? Nee, da ist nichts. Ich möchte einfach nur nach Hause. Können wir dann eine DVD gucken? Ja, klar, auf jeden Fall. Gott sei Dank war die Knieverletzung nicht so massiv, dass sie geröntgt werden musste oder hier behalten werden musste. Wir konnten es mit einem Pflaster versorgen und haben gedacht, jetzt können die zwei nach Hause. Ja, das hatten wir auch nur gedacht. So, schreibst du dann? Guck mal, die Kleine. Eben, du ja, komm, lass uns hin. Was ist denn los in letzter Zeit? Da kann ich. Es tut so weh. Clara, was ist los? Okay, wenn du dich übergeben musst, dann. Ist hier schlecht? Was hast du, Clara? Erzähl mal. Mein Bauch tut so weh. Ja, komm, ich guck's mir direkt nochmal an. So schlimm. Ja. Und übel ist dir auch? Ja. Setz dich mal sofort rein. Ach Gott. Wir schauen uns das nochmal an.
Clara wimmerte vor Schmerzen, hielt sich den Bauch, war an die Wand gelehnt und ihre Schwester hat auf sie eingeredet, ob sie denn jetzt weiter simulieren würde. Mir war aber ganz schnell klar, hier handelt es sich um einen Notfall und die kleine Patientin muss ich mir ganz dringend wirklich genauer anschauen. Seit wann hast du denn diese Bauchschmerzen? Setz dich mal hin. Eigentlich schon den ganzen Abend. Hast du aber nicht erzählt, ne? Hä, den ganzen Abend? Clara, das hättest du mir doch sagen müssen, wenn du so dolle Schmerzen hast. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre nur das Knie. Leg dich mal hin. So, ich schaue mir den Bauch jetzt einmal an, ja? Meine Eltern gehen auch irgendwie gerade nicht ans Telefon. Okay, versuchen Sie es bitte gleich weiter. Ja. Ganz vorsichtig. Dann schicken Sie eine Nachricht oder so. Wir gucken uns das jetzt genau an, okay? So, daher wird auch die Temperatur kommen. Woher kommen denn jetzt die Bauchschmerzen? Hast du eben irgendwas getrunken? Oder, oh Gott, Clara, hast du eben irgendwas getrunken auf der Party? Hast du dir irgendwas genommen? Party? Wo waren Sie? Für eine Party? Ja, also ich habe ja eben erzählt, dass meine Eltern nicht zu Hause sind. Und das habe ich halt dann eben genutzt, um ein paar Freunde einzuladen. Und, okay, also hier tut es nicht so weh? Eigentlich war sie auch die ganze Zeit auf ihrem Zimmer, weil sie eh so total müde so war doll? Und so. Ja. Aber okay. Ich weiß ja nicht, dann war sie auch unten, als ich sie dann halt eben Hast wieder ins Bett bringen wollte. Nein. Okay, ich glaube das auch nicht, weil das würden wir riechen und das sind nicht diese eindrücklichen Schmerzen. Sie hat einen brettharten Bauch. Also keine Alkoholvergiftung. Nein, nein, ich schau mir das jetzt mal weiter an. Sie hat eigentlich eindeutige Anzeichen, vielleicht für eine Blinddarmentzündung. Wir müssen jetzt mal schauen. Brauchst nicht weinen. Wir gucken das alles gut. Klar. Brauchst nicht weinen. Als ich mir den Bauch angeschaut habe, war mir schnell klar, er ist bretthart und das bedeutet in der Medizin wirklich nichts Gutes. Als ich dann den Ultraschallkopf draufgesetzt habe, wusste ich, okay, hier haben wir wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung und das sollte sich dann auch bestätigen. Okay, es ist ganz schwer, den Blinddarm darzustellen. Aber ich bin der Meinung, der ist tatsächlich etwas entzündet. Das ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Ich werde jetzt den Kinderchirurgen einmal informieren, telefonisch. Birgit, bitte Blut abnehmen, Schmerzmittel geben, eine Infusion. Hat sie irgendwelche Allergien, irgendwelche Vorerkrankungen? Irgendwas denken Sie gut nach. Sie sind jetzt hier für Ihre Schwester. Nee, die hat nichts. Die verantwortlich. Keine Allergien. Okay. Weiter bitte anrufen, mir gleich die Telefonnummer auch geben, dass sie ihre Eltern erreichen kann. Es sieht tatsächlich so aus, als ob wir sie vielleicht operieren müssen. Der von Dr. Charlotte Engel alarmierte Kinderchirurg bestätigt, dass der Blinddarm der 10-jährigen Clara entzündet ist. Eine Stunde später steht die OP der Schülerin kurz bevor. Die junge Patientin hat zwar Angst, aber nicht vor dem Eingriff. Keine Sorge, deine Mama ist jetzt da. Mit der habe ich gesprochen. Die weiß Bescheid, dass wir diesen blöden Wurmfortsatz leider rausoperieren müssen. Und die wird dann bei dir sein, wenn du wieder aufwachst. Aber muss ich denn jetzt überhaupt noch operiert werden? Weil ich habe eh gar keine Schmerzen mehr. Ja, das ist gut, dass du keine Schmerzen mehr hast. Weil wir haben dir aber so viel Mittel auch dagegen gegeben. Im Blut, muss man sagen, gibt es schon sehr erhöhte Entzündungswerte. Und auch, wir haben das ja gesehen, der Blinddarm ist einfach entzündet. Der muss raus. Du sagst uns quasi, dass wir gute Arbeit gemacht haben. Aber leider reicht das nicht. Sonst kommt der immer wieder, entzündet der sich immer wieder weiter. Ja. Aber können wir uns beeilen? Ja, wieso? Weil meine Schwester ist eh schon sauer auf mich. Warum soll die denn sauer auf dich sein? Ja, weil ich ihr immer so viel Drama mache, aber ich will sie einfach nicht verlieren. Oh, okay. Oh, Quatsch. Ich glaube, sie wird nicht sauer auf dich sein. Wird jetzt besorgt sein. Ich hatte auch den Eindruck, dass sie sich jetzt große Sorgen um dich macht. Clara war komischerweise im Einleitungsraum gar nicht so aufgeregt, wie ich vermutet hatte. Die Schmerzen waren durch die Mittel relativ gut weg, deswegen war sie auch eigentlich quietschfidel und so Angst vor der Operation hatte sie nicht. Aber dennoch wollte sie nicht, dass sie ihre Schwester verliert. Und das war schon auffällig. Dr. Charlotte Engel wird bald herausfinden, dass der Familie der kleinen Patientin eine große Veränderung bevorsteht, die mit Claras Verlustangst zusammenhängt. Am Tag nach der erfolgreichen OP warten die Schülerin und ihre Mutter auf die 20-jährige Sina. Vor allem Clara. Hallo. Hallo. Ich habe gedacht, sie wäre meine Schwester. Oh nein, ich bin jetzt nicht deine Schwester. Aber ich freue mich trotzdem, dich hier so zu sehen. Geht dir gut? Kein Fieber? Schmerzen sehr moderat? Okay, danke, no? Birgit. Clara ging es nach der OP wirklich erstaunlich gut. Was mir aufgefallen ist, war, dass ich jedes Mal, wenn ich in ihr Zimmer gegangen bin, dass sie nach ihrer Schwester gefragt hat. Und jetzt ging die Tür auf und wer kam rein?
nur Charlotte. Da merkte man richtig, dass sie enttäuscht war, dass ihre Schwester nicht da war. Hast du schon ein bisschen was getrunken und gegessen? Nee, hat sie noch nicht. Dann machen wir das gleich, weil das ist jetzt das Wichtige, dass wir die Verdauung wieder anregen. Hallo. Hi. Ah, hallo. Hallo, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Hi. Na, wie geht's dir? Gut. Gut? Ja, war die OP? Ja, also es ist alles gut verlaufen, das muss man sagen. Und dass sie jetzt hier schon wieder so sitzt und strahlt, ist natürlich ein bisschen dank Schmerzmitteln. Aber wirklich, sie macht das ganz toll. Wir sind alle ganz froh. Ach, schön. Ja, wie gesagt, tut mir leid, dass ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Ich musste halt noch ein bisschen was aufräumen. Ja, ja, darüber reden wir noch, ne? Ja, sie hat einfach eine Hausparty veranstaltet. Okay. Ja, eine heimliche Hausparty. Dabei kannst du immer mit uns darüber reden. Also vielleicht wäre die da nicht ganz so groß ausgefallen, aber... So Heimlichtuerei habe ich nicht so gerne, das weißt du, Sina. Das verstehe ich, Frau Lehmann, aber man muss sagen, in den wichtigen Dingen hat sie trotzdem korrekt gehandelt, weil sie hat immerhin ihre kleine Tochter, ihre kleine Schwester hier hingebracht. Und ich meine, klar, wir dachten nicht, dass von so einer kleinen Schürfwunde es plötzlich zu einem akuten Notfall kommt. Aber da können sie ihr schon auf die Schulter klopfen und stolz sein auf ihre große Tochter. Ich weiß, Sina ist auch total verantwortungsbewusst. Und das war ja auch nur eine Ausnahme, das war ja auch nur, weil ich mich... von meinen Freunden verabschieden wollte, weil einfach jetzt in 2 Wochen jeder woanders hinzieht wegen dem Studium, was jetzt anfängt. Deswegen war es nur eine Ausnahme. Und ja, bei dir wollte ich mich auch noch mal entschuldigen. Tut mir leid, weil ich habe dir halt am Anfang gar nicht so geglaubt, dass du die Schmerzen wirklich hast. So, ich wusste ja gar nicht, dass du wirklich also richtige Bauchschmerzen hast. Ich meine, zuerst war es das Knie, dann der Bauch. So, du musst mich auch verstehen. Ich wusste ja gar nicht, was los ist. Und Mama kann das auch bezeugen. Ja, in den letzten Wochen, du warst ganz komisch und anders, weil du hast aus jeder Mücke einen Elefanten gemacht. Du hast immer bei allen Sachen übertrieben. Und deswegen wusste ich einfach nicht, ob ich dir glauben kann. Was war denn da los, Frau Lehmann? Sie war in letzter Zeit so ein bisschen so ein kleines Anstellertrinchen. Ich dachte, das ist halt das Alter und das wächst sich aus. Aber ich weiß nicht, ob das der Blinddarm war oder was hattest du denn, Mäuschen? Warum? Klar. Ich hatte halt Angst. Wovor hast du Angst? Du musst doch keine Angst haben. Ja, weil wenn Sina auszieht, dann... Ich habe halt Angst, weil bei meiner Klassenkameradin, da war das genauso. Die hatte auch eine ganz große Schwester und die ist dann auch ausgezogen. Und dann hatten die am Ende gar keinen Kontakt mehr und davor habe ich Angst. Und deswegen habe ich halt gedacht, wenn ich immer mehr Drama mache, dann bleibt sie vielleicht länger bei mir. Clara hat immer wieder simuliert, weil sie ihre große Schwester nicht verlieren wollte. Sie dachte, nur weil sie jetzt anfängt mit dem Studium und auszieht, würde sie gar keinen Kontakt mehr mit ihr haben und diese wertvolle Zeit als Geschwisterpaar würde nun enden. Aber Gott sei Dank hatte Sina da gute Ideen, dass Clara deutlich beruhigter wurde. Ganz ehrlich, ich ziehe doch nur nach Bonn für das Studium und das ist auch erst in 2 Wochen so. Bis dahin können wir noch richtig viel machen und selbst wenn ich dann umgezogen bin, von da aus nach hier ist es nur eine halbe Stunde mit dem Zug und wir können immer telefonieren und wir können auch am Wochenende immer weiter DVD-Abende machen. Und das klingt doch toll. Dann musst du dir keine Sorgen machen. Ja. Aber die paar Tage wird Clara noch bei uns bleiben, ne, bis wir die Verdauung wieder richtig in Schwung bekommen haben, bis sie keine Schmerzen mehr hat. Mhm. Und dann darf sie nach Hause, bedarf aber wirklich noch einiger Schonung. Und da sind, glaube ich, DVD-Abende mit der großen Schwester die besten. Clara genoss es, von ihrer älteren Schwester umsorgt zu werden und erholte sich gut. Die Schülerin simulierte nicht mehr, damit Sina sich um sie kümmerte. Und die 20-Jährige hielt ihr Versprechen und traf sich nach ihrem Wegzug regelmäßig mit Clara.